Hallo und willkommen zu meinem letzten, voraussichtlich letzten Vlog. Ja, du hast richtig gelesen und auch gehört. Dieses Video ist ein Abschiedsvlog. Ich möchte gerne in diesem Video etwas näher darauf eingehen, was mich dazu bewogen hat, mit dem Vlog-Drehen aufzuhören, denn ich denke mal, dass du das gerne wissen möchtest, beziehungsweise ihr. Ja, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du bereits, dass ich seit mehr als 2 Jahren sehr minimalistisch lebe, vor allem in den letzten knapp 2 Jahren in La Gomera. Da habe ich meinen Lebensstil und mein Leben nochmal deutlich minimalisiert und in noch einfacheren Verhältnissen gelebt, was mir wiederum auch richtig gut getan hat, denn so habe ich gesehen, dass ich mit noch deutlich weniger auskommen kann. Und ja, ich habe auch einfach gemerkt, dass ich mich so mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann, ja. Ja, und ich habe den minimalistischen Lebensstil, den ich gewählt habe für mich, habe ich nicht nur auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Kleidung, Möbel, Deko, was auch immer, drastisch reduziert, sondern habe das auch auf andere Dinge ausgeweitet. Ja, wie zum Beispiel, dass ich mich nur noch mit Personen abgebe, die mir gut tun, in deren Nähe ich mich wohlfühle, und das möchte ich auch so beibehalten. Selbst wenn das jemand aus meiner Familie ist. Und ja, nur beim Videodrehen ist mir das bisher nicht gelungen. Im Gegenteil, ja. Zwar hat es sich mit der Zeit in La Gomera, als ich dort noch gelebt habe, zumindest zwischendurch oder zum Ende hin so eingependelt, dass es nur noch 2-mal wöchentlich Videos von mir zu sehen gab. Manchmal waren die jedoch auch mehrteilig. Das wurde mir vereinfacht, da ich dort, wo ich gelebt habe, generell kein eigenes Internet hatte und immer in die Stadt, in deren Nähe ich mich gerade aufgehalten hatte, laufen musste und dort in eine Bar gehen und etwas trinken musste, größtenteils. Ja, das hat mir das vereinfacht. Jetzt lebe ich ja allerdings wieder in Deutschland und habe, oder beziehungsweise kann hier auch in meiner Wohnung Internet nutzen, den Freifunk. Dieses Internet ist jedoch sehr instabil und Videos mit diesem Internet hochzuladen und online zu stellen ist für mich nicht möglich. Aber es gibt hier im Ort die Stadtbibliothek und dort kann ich 5-mal die Woche, wenn ich das möchte, nie. Doch 5-mal die Woche kann ich dort auch Internet nutzen. Ja, und ich möchte jetzt einfach mal den minimalistischen Lebensstil, den ich auf jeden Fall weiter beibehalten möchte, auch aufs Videodrehen übertragen. Das heißt, dass ich deutlich weniger Videos drehen möchte und auch keine Vlogs mehr. Ich habe ja noch einen zweiten Kanal, meinen Hauptkanal, und dort möchte ich wieder anknüpfen, jedoch ganz gemütlich, gelassen und entspannt. Das heißt, wenn du mir weiter folgen möchtest, ja, auf meinen Hauptkanal, wirst du dort
nicht mehr regelmäßig Videos sehen, so wie hier auf diesem Vlog-Kanal. Ja. Mal wird es vielleicht ein Video im Monat geben, vielleicht auch mal zwei, vielleicht gibt es auch mal einen Monat gar keins. Also ich möchte mich da überhaupt nicht festlegen, weil ich mir keinen Druck machen möchte. Ja, dass du das einfach schon mal weißt. Ja, und ich habe in meinen Vlogs, vor allem in der Zeit, als ich in La Gomera gelebt habe, euch sehr viele Eindrücke und Einblicke in mein Privatleben gegeben und habe über sehr viele private Dinge in meinem Leben gesprochen. Und auch das möchte ich nicht mehr. Ja, ich möchte einfach mein Privatleben nicht mehr so öffentlich stellen. Ich möchte wieder mehr von meinem Privatleben haben. Und das kann ich nicht, wenn ich weiterhin Vlogs drehe. Ja. Ich möchte einfach mein Privatleben mehr schützen. Das beinhaltet auch, dass ich keine privaten Fragen mehr beantworten möchte und werde. Ja, auf meinem Hauptkanal. Ja. Ich kann dir ein bisschen was dazu sagen, was dich auf meinem Hauptkanal erwarten wird, aber ich gehe da nur ein kleines bisschen drauf ein, denn es soll ja weiterhin spannend bleiben. Ja, ich habe da einiges vor. Es wird dort auch hin und wieder Videos zum Thema Minimalismus geben. Hin und wieder auch mal manches Rezeptvideo und auch so eine Art Hörbücher, wie ich das ja auch schon mal gemacht habe. Ja, und was mir sonst noch so einfällt, mehr möchte ich nicht darauf eingehen. Ja, dann möchte ich noch zum guten Schluss mich bei all denjenigen bedanken, die mir bis jetzt gefolgt sind, vor allem bei denen, die von Anfang an mit dabei waren, die mich auch in La Gomera mit begleitet haben und auch unterstützt haben, egal in welcher Form. Ja, ja, ich fand das einfach wunderbar. Ich finde es einfach schön, dass es euch gibt. Und ja, ihr seid mir sehr ans Herz gewachsen. Ihr seid für mich fast wie Freunde. Und ich fände es ganz toll, wenn ihr mögt, wenn ihr mich weiterverfolgen würdet auf meinem Hauptkanal. Auch wenn es deutlich weniger und nicht mehr so regelmäßig Videos dort geben wird. Oder zu sehen geben wird. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, des Weiteren kommuniziere ich aber auch weiterhin gerne mit euch zu den Themen, die ich dort zeige, anspreche oder drehe, wie auch immer. Darüber können wir uns natürlich gerne in Form von Kommentaren unterhalten oder ich äußere mich dazu. Vielleicht nicht in jedem Kommentar, je nachdem. Okay? Ja, dann soll es das jetzt gewesen sein. Ja, dann wünsche ich euch einfach alles Liebe und alles Gute. Und es war richtig toll, die Zeit mit euch. Ja, spannend, aufregend.
ja, dass ihr mich auch die ganze Zeit begleitet habt. Das war schon eine schöne Zeit. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ja, lasst mich mal überraschen, wer so alles auf meinen Hauptkanal rüber switcht und freue mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer sowie Abonnenten. Dann lasst es euch gut gehen und ja, dann sage ich vielleicht bis bald auf meinem Hauptkanal. Tschüss, ihr Lieben. Ich habe euch alle ganz doll lieb.